So, Cast Away, gestrandet hier auf einer Kosaria. Sind wir ja angekommen, nachdem Geister oder blaue Flammen unser Schiff gekentert haben. Sind wir jetzt hier zum Glück auf einer Kosaria gelandet. Auf der Insel, wo wir sowieso hin wollten. Aber natürlich fehlen uns... Was war denn das? War das ein Gegner? Fehlen uns drei Personen, unter anderem Bart Omp, die immer noch verschollen sind. Ich hoffe, wir finden die irgendwie wieder. Jetzt sollen wir uns erstmal aufmachen zu unserer gebauten Hütte. Und gucken mal, was ist das Schönes gebastelt da mal. Was ist... Ach, der Wacker, den kenne ich doch. Folterer. Ein Wacker-Kick. Ich würde sagen, da machen wir einen Superpilz weg. Ne, Tropfsirup. So. So ein Wacker, was ist denn? Den kennen wir doch auch noch vom Teil 1. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal zur Hütte. Und ist hier noch was? Ja, ich nehme das, Versteck, aber nee. Gut, hier was? Auch nicht. Okay, dann gehen wir zur Hütte. Kapitän Schnee, Corsario, Big Mom, die beiden sind Schnee. Was ist denn los? Was scheiden sich hier los? Hast du halt Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst noch furchtlos. Was redest du da? Du hast doch selbst die Hosen voll, du Schlickrutscher. Moment, hast du etwas vor den Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sag's so oft ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Pop-up. Oder nicht? Jetzt bist du dran. Oh, wütend? Ha. Dir werde ich zeigen, was eine kurze Lunte ist. Ihr sollt euch doch nicht streiten, Mann. Wir müssen zusammenhalten. Ja, jetzt kommen schon die Geister. Da sind sie. Kapitän, die Geister sind wieder rausgekommen. Also jetzt kommt ja eine neue Platte. Das reicht mir auch gleich. Mama, Mario, die verjagt die Dinger. Tatsächlich. Okay, also Sprungattacken wird schon mal nix. Aber gut, dass ich Gumbrina hab. Da kann ich wenigstens gleich skinnen. Gut, dass ich hier wechselt habe. Kalte Glut. Mhm. Sind jetzt keine Hotheads, sondern Coldheads sozusagen, ja. Das ist die kalte Glut. Die kalte Glut ist ein zorniges blaues Irrlicht. KP 3, Angriff 3, KP 8, Angriff 3, Verteidigung 0, auch die kalte Glut ist ein Flammengegner. Du sollst sie nicht direkt berühren. Wenn du sie mit Feuer angreifst, wird etwas Schreckliches passieren. Angriffe mit Wasser, Eis oder Explosionen sind erfolgversprechender. Natürlich sollst du auch deine eigene Verteidigung nicht vernachlässigen. Sonst könnte es sein, dass du schneller Feuer fängst, als er lieb sein kann. Ja, Gumbrina kann schon mal nicht angreifen. Eisschlag ist natürlich sehr gut. Oh, muss ich immer die Attacke habe ich noch nicht. Ich dachte, die Attacken kenne ich noch nicht. No. Gumbrina muss ich leider wechseln, weil. So, sind die jetzt die Phasen? Sind die jetzt in der Luft? Eigentlich nicht, also könnte ich Kupio. Aber Feuerattacke, das hilft mir nicht, Kupio nehmen. Ah, ich würde einen Konter versuchen. Oh, ich hab doch. Ach, fuck you. Wir können es ja direkt da, glaube ich, heilen. Oh, kein Powerpanzer. Oh. Oh, Hammer, das ist mal einer besiegt. So. Wir haben relativ viel Erfahrungspunkte. Oh, sind das? Wie viele Attacken kennt ihr denn?
12 Erfahrungspunkte. Die können euch auf das kommen. So, weg mit euch. Wird das bestimmt der Piratenkönig da Endboss sein hier für den 5. Sternjuwel. Da das irgendwie bewacht sein. Piratenschatz wird denn der 5. Sternjuwel sein. Gut gemacht, Kapitän. Das sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr auf der Insel rum. Aber einer von uns muss die Insel ja genau erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hierbleiben. Natürlich, Mario, du hast die Insel für zu erforschen, oder? Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Ihr seid alles Luschen. Ich bin ja der einzige Mutige. Also muss ich ja wohl gehen. Ich wusste es, Mario. Du bist eben ein Superheld. Also dann viel Erfolg. So. Vor allem, warum? Warte mal, kann man das... Warum bieten die eigentlich den Shop nicht für umsonst an? Warum muss ich eigentlich was kaufen, ja? Achso, das war ja... Hier ist das Hotel. Ah, ich glaube, ich könnte mal eine Runde pennen. Ja. Sagt mein Hotelgutschein würde ich da vorher noch nicht nutzen. Wenn ich wirklich mal knapp sein sollte mit Münzen. Ich glaub's zwar nicht, aber man weiß ja nie. Dann habe ich immer noch einen Hotelgutschein zur Verfügung. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um auf der Insel, ja. Kommt er dahinter? Ja. Wir haben schon ein paar Gegner kommen jetzt. Oh. Grüne Fuzzies kommen auf jeden Fall schon mal. Habe ich die gescannt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja doch, bäh, bin ich blöd. Der könnte das echt manchmal. Ich krieg das nicht. Also, könnte er krieg ich nicht hin, noch nicht. Habe ich jetzt ernsthaft nur einen? Die haben doch hier die Balken gehabt. So. Warte mal, diese Büsche kannst du so bestimmt. Ah. Aha. Und die Bäume auch, wa? Das haben wir nie schönes. Eine Mango stellt 5 KP wieder. Kann ich die kann ich gleich benutzen. Für Gumbrina. Leckere Mango. Ist hier auch irgendwas? Ordne Wirrschlag. Dieser Hieb verwirrt Gegner und führt zur Kontrollverlust. Aber diesen weißen. Fasse ich immer den auch schon? Mal gucken. Ich kann ja Gubrina behalten. Alter, alles Riesenbonbons. Was ist das? Ja, die haben wir auch schon. Oh. Ich glaube, durch die Fuzzy-Gang, die ich da mal hatte, da habe ich, glaube ich, sämtliche Fuzzy schon erstellt. Hier ist ein Block, oh? Hartpanzer, mach härter und erhöht die Verteidigungskraft. Ah. Wie gesagt, sowas würde ich eh nicht nutzen. Deswegen bräuchte ich das eigentlich auch nicht.
Kann ich hier rein? Nee, gut. Danke, Stickdrift. Er hat sich natürlich in dem Moment nach links gedreht. Ich hasse es. Ich hasse es. Jetzt duplizieren sie wieder. Ja. Naja, Kühe hat mehr Erfahrungspunkte. Stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde das wirklich echt schwer, muss ich ehrlich zugeben. So. Oh, bald so ein Level ab. Auch nicht mehr so viel. Da werde ich durch nochmal Orden nehmen. Da war nix. Ist so schwer. Auch eine coole Gang. Gefällt mir. Ich mag so eine Insel-Feeling-Themen. Das mag ich sehr gerne. Das gibt es ja ähnlich bei Paper Mario 1 auch, wo du auf der Insel bist. Mit den Yoshis da. So. Warte mal, da oben. Kommst du da hin? Nee. Da oben ist ein Block. Ja, gut. Schrumpfer. Lässt Gegner schrumpfen und schwächt hier Angriffskraft. Das könnte ich hier in diese Piranha-Fenster eigentlich mal benutzen. Das ist scheiße, das ist direkt unter dir. Was willst du denn da machen? Aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht, dieses Kind. Scan. Faul Piranha. Das ist eine Faul Piranha. Die sind giftige Piranha-Fenster von seltsamer Farbe. KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Die Techniken der Faul Piranha sind Biss und fauliger Atem. Wenn sie dich mit dem Atem vergiften, sinken deine KP auch nach dem Angriff weiter. So, warte mal. So. Ah, jetzt wusste ich nicht, was er macht. Das Springen kann ich ja jetzt nicht, muss ich. Doch bei dem. Hier kann ich springen. Oh. Da war der Snap. Oh, da muss der wohl richtig ein Dings treffen, ey. Und nochmal, das ist ja jetzt. Wenn die eisen, kann ich die dem eigentlich im Sprung treffen? Weil die können ja nicht beißen. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, trotzdem nicht. Das ist eigentlich ist es logisch, dass es eigentlich doch hier. Naja. Nicht zu früh. Ich muss mich mit Brina. Brina muss ich eigentlich tauschen.
Wohl RP müsste ja eigentlich reichen. Ja. Ein Kampf noch. Dann haben wir Level ab. Das ist ein versteckter Block hier. Mach ich mit Kuh. Mach ich mit Kupio, oder mal? Ha, so. Level ab. Wir können ruhig alles verbrauchen, wenn wir da noch Level kommen. So. Level, wie sind wir mittlerweile schon? 13? Ich glaube 13. So, machen wir nochmal Orden und danach mal KP. Na, ich glaube, dann müsste ich langsam mal KP machen. Vorher, ja, 13 sind wir, mache ich oben. So, drei Plätze haben wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Was wir machen können. Orkansprung. Das kostet so viel beim KP Plus und so. Kraft Plus für Mario wäre ich auch nicht schlecht, sag ich mal. Nachbeben benutze ich auch relativ oft. Multisprung. Oh, was mache ich denn weg? Zwei Punkte brauche ich noch. Hat sie einen Partner? Da ich ja, wie dachte ich, kann einen Partner weg, nehme ich das. Mal jetzt noch Kraft Plus. So. Dass meine Angriffs- und Hammerattacken stärker werden. Ah, da brauche ich. Brauche ich Spiky? Mann! Du bist doch direkt an der Wand. Bei die Gegner und bei die Fuzzies zählt, da kann ich auch Spike mal nehmen. Alter, da ist eine Insignia. Wie soll's ich? Das kann man ja auch nicht richtig erkennen, wo das ist, Mann. Das ist so direkt neben dem Baum, oder? Komme ich da überhaupt hin? Machen wir den. Ah, da, wow. Jetzt ist es direkt neben Baum. Noch weiter vorne. Von hier ungefähr. Jetzt. So. Aber was mache ich jetzt, wenn ich Wulo verbessern kann? Was soll ich denn? Das geht doch gar nicht mehr. Ich hab schon wieder drei. Und die haben ja alle schon Rang erhöht. Ich weiß nicht, ich kriege jetzt wohl noch einen Partner auf der Insel.
Denn ja. So, ja, gut erwischt. Oh, Mann, da. Oh, saug mal 10 den, der kann ich. Ach so, halt. Jetzt wusste ich halt nicht mehr. Mensch! Oh, Hauptsache blockt. Das drücke im richtigen Moment. Ah. So. Wie stark, Alter. Die ist stark. Holy shit. Die Attacke haut drin, Alter. Die ist relativ leicht auszuführen. Donnerzorn, ne? Das ist, kann ich schon erbehalten. Ich muss mich auch richtig umschauen, dass ich hier nichts verpasse. Ja, ich hab's hier nicht. Irgendwann müssen diese Flammen ja wohl kommen. Beim Klabautermann, diese verfluchten Geister. Das ist Bomb. Und das ist doch. Hey da, das ist doch Mario, dich gibt's also noch. Du kommst gerade recht, schnapp dir die beiden hier, wir müssen fliehen. Okay. Aber was hast du vor, Bartab? Pass auf, den kriegen wir als Partner näher. Ja, wenn der schon kämpfen will. Aber lass die Geister mir, mach doch erst einen Staub. Das ist dein Befehl, es reicht doch, wenn er einen von uns erwischt. Los, haut ab! Nein! Tu mir besser, was Bartum gesagt hat. Das ist doch der Fake, der Edelmann. Alter, was macht der? Die hätte ich doch locker besiegt. Bartum, Entschuldigung. Aber hier, Entschuldigung. Oh, weg ist er, Entschuldigung. Aber ich muss jetzt auch ganz flott. Ja, aber ich nicht. Ach so, du da von dem Bildschirm. Ja, was gibt's? Ich denke zwar, du hast mich schon erkannt. Ja. Mario darf aber noch nichts wissen. Okay, warum? Hey, und wer ist dieser du da von dem Bildschirm? Oh gut. Ja, dass Mario nicht erkennt, wundert mich ja gesagt, aber naja. Den muss ich jetzt auch Gumbrina nochmal. Warte mal, man kann hier runter. Okay, muss ich doch Spike nehmen. Hier ist eine Röhre. Ah, na, da ist irgendwas drin. Eine Kokosnuss. Souvenir von der Insel, leider nicht besonders lecker. Die behalte ich. Die behalte ich mal noch. Nicht, dass man, weil. Warum sollte man hier hingehen? Nur um eine läppische Kokosnuss zu finden. Die postet sicher. Die postet mit Sicherheit später für irgendwas. Die behalte ich mal. Weil warum sollst du dahinter, wenn das nicht wichtig wäre? Nein. So, wo ist der denn? Noch einen Zini, Alter, ey. Jetzt hat's auch Fülle. Den kann ich. Hä? Komm ich ja nicht mal hoch?
Ah. Roten Eispower halten. Kein Schaden beim Sprung auf brennende Gegner. Ich habe okay Platz mehr. Ein Punkt. Das ist aber in der Welt ziemlich nützlich. Dann muss ich Multisprung erstmal wegnehmen. Ja, das ist hier besser in der Welt. Weil gerade wenn diese Flammen kommen, kann ich auch Sprungattacken ausführen. Das muss ich ja eigentlich anlegen. Ah, diese. Das ist ein längerer Säber, wie ich da aussehe. Hier! Was macht er denn? Na, ich vertreib's dir gleich. So, reicht's aber. Aber das zählt bestimmt nur für mich. Kumbrina kann das mit Sicherheit nicht. Dann probieren wir es mal aus, ob es funktioniert. Ja, da. Ich kann es zwar maßen, aber ich glaube nicht, dass es für Kumbrina zählt. Oh Gott, schade! Drei Attacken kann das Ding, ey. Oh. Oh, nächsten, dann behalte ich Rubio gleich. Komm runter hier, so. Ah! Ah, Mario! Ha! Ich schätze, diese Geister haben mir ziemlich übel zugesetzt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Du stoppst doch jetzt hier nicht, oder? Es tut mir leid, nur wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Was? Ich wollte sie nach der Landung auf dieser Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel, habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor mein Psychoblub. Bitte, Mario, bring mir Psychoblub. Psychoblub? Du sollst doch dich nicht besaufen hier. Also, wird ein echter Seemann, säuft mal ab und zu was, aber. Trotzdem, warte mal, muss ich heilen? Das ist ein Baby, ach komm. Bin ich zu geizig für. Zeitweise allein ein Drachen über Gegner direkt. Die direkt angreifen auch den halben Schaden. Sind die Feuerblume noch weg, weil die benutze ich jetzt relativ wenig. Doch, wie komme ich rein? Bruder Schädelfelsen, oder? Da ist deine Aussparung im Auge, in die er das reinpassen könnte. Warte mal, die Form der Mulde sieht aus wie etwas, das ich schon mal gesehen habe. Kokosnuss, oder? Ja, ansehen, ich will. Ich will die aber nicht benutzen. Hä? Ich würde die ja einsetzen, nicht ansehen. Oh, stimmt, oder? Ach! Ja, gut. Dieser rote Schädel vom Kapitän, den brauche ich. Der hat den hier, den brauche ich. Muss ich mal ganz zurücklaufen, oder? Oh.
Genau, ich dachte jetzt die Kokosnuss. Oh ne, wir brauchen diesen roten Schädel. Wie rückt der denn noch raus? Weil ohne wird's nicht hier. Natürlich kommen die Gegner mal. Ich kämpfe nochmal ein bisschen. So, jetzt reicht's aber auch. Bei Pflanzengegnern bringt's mir leider nichts. Und was macht Bottom? Wie geht's ihm? Oh, den will ich aber. Oh, da seid ihr ja. Wir haben uns wirklich gesorgt. Dachten schon, ihr seid per Du, aber jetzt sind wir alle wieder alle. Hm, sag mal, fehlt da nicht einer? Es stimmt. Bartom hat uns von den Geistern gerettet. Der wurde gefangen gehalten. Leute, bitte Leute, wir müssen Bartom retten. Großartig, Bartom lebt also auch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bartom, könntest du da vielleicht wieder... Hey, was? Psychoblub? Sowas haben wir nicht. Aber sag mal, wofür braucht ihr denn das? Was? Bartom liegt im Sterben und ist sein letzter Wunsch? Hm, wenn es der letzte Wunsch eines Sterbenden ist. Also gut, eigentlich gehört es mir, aber Bartom soll es haben. Aber halt! Auch dieses Psychoblob gehört zu meinen, unseren knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden. Am besten wäre es, wenn du auf der Insel etwas zu essen finden würdest. Bring uns Essen und du kannst die Flasche zu Bartom bringen. Darf er vielleicht die Kokosnuss? Was hat er schön mitgebracht? Ja, ja. Spezialität dieser Insel. Kokosnuss. Ah, eine Kokosnuss. Lass mich überlegen. Eigentlich trifft das ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bartom sollte die Flasche haben. Also los, nimm sie schon. Hä? Oha. Ich brauch doch das Ding. Diesen Genuss hatte ich mich sehr gefreut. Er wird Bartom sicher munden. Aber das andere brauche ich aber auch. Diesen Schädel. Hm. So, jetzt geht's wieder zurück. Oh, jetzt sind sie nicht mehr da. Ich dachte, sie sind jetzt wohl da. Keine Ahnung, was jetzt passiert mit diesen. Was ist, säuft er jetzt seinen Schnaps und dann stirbt er oder was? So, hier ist er deinen Schnaps. Hm, oh, dieser Duft. Hast du es mir tatsächlich gebracht? Ah, oh, dieser Geschmack. Ich explodiere vor Glück. Als hätten die Meersgötter selbst meinen letzten Wunsch erfüllen wollen. So still, so friedlich. Danke für alles, Mario. Da stirbt er jetzt nicht. Und im Himmel wartet meine Scarlett auf mich. Adieu. Ernsthaft jetzt? Als ob der einfach stirbt, Mann. Ach, der ist independent. Mario, sieht so aus, als würde Bartom einfach nur schlafen. Und wir haben uns alle solche Sorgen gemacht. Sollen wir ihn wecken? Hallo? Was für tollen Piraten, wir müssen... Wo sind sie denn? Bartom, ich glaube, du bist doch sehr erschöpft. Hm. Aber das ist doch Mario, bist du auch gestorben? Wir sind nicht gestorben, wir sind alle lebendig. Was? Also bin ich gar nicht tot? Ach ja, ich erinnere mich. Mario, wir sind noch lange nicht am Ziel. Ich schätze, ich werde mich dir anschließen, tatsächlich. Hätte meine explosive Kraft, würde dir noch gute Dienste leisten. Bartom gehört zum Team. Den können wir auch nächstes Mal gleich verbessern. Na, guck an. Der alte Knacker. Bartom hat folgende Fähigkeiten. Ach, jetzt kann ich diese. Genau, jetzt kann ich diese. Drückst du X, geht er ein paar Schritte und explodiert dann. Jetzt kann ich die Risse da wegmachen, die zum Beispiel Rolling waren da. Ah. Hab ich dir gedacht, irgendein Bomber-Partner kriegen wir. Mit Explosion kannst du rissige Wände und Felsen springen oder Schalter drücken. Drücke X, um Bartom zu werfen und einen riesigen Fels mit einer Explosion zu zerstören. Aha.
Sehr cool. Wenn du gut zielst, kannst du ihn auf höhere Plattformen werfen. Wirf Bottom auf die Höhe. Aha. Aha. Was machen wir denn jetzt? Beobacht, was beachte aus dem, dass du ihn durch erneutes Drücken und nichts sofort explodieren lassen kannst. Aha, cool. Geh hin. Im Kampf bringt der Gegner auf den Boden mit einer Bombe. Oder wirft mit Zeitbomben, die am Ende der nächsten Runde hochgehen. Nice. Ja, schau an. Bekomme ich das ja aber auch nicht weg hier. Meiner Meinung nach sieht dieser Felsen aus wie ein Schädel und da ist eine Aussparung für irgendwas. Ich bin sicher, dass ich schon mal gesehen habe, da reinpassen würde. Ja, bei Dings. Bei Corsario, der hat das ja. Muss ich wieder zurück, also. Ah. So, dann gehen wir halt nochmal zurück. Wie wunderbar, Bottom, mein Guter, da bist du ja wieder. Wir haben uns alle riesige Sorgen gemacht, vor allem natürlich ich selbst. Als Befehlshaber muss ich doch noch das Wohl meiner Leute im Auge haben. Zugegeben, unsere Lage ist im Moment sehr kritisch. Wir wissen nicht, was uns jenseits des Lagers erwartet. Wir wissen auch nicht, wie wir nach Rolling heimkehren sollen. Aber gerade jetzt können wir alle mit anfassen und mit vereinten Kräften... Karl, du redest so viel! Respektier mich hier eigentlich niemand? Übrigens, Mario, wegen diesem Standjuwel, das du suchst. Tief im Dschungel gibt es diesen Felsen. Sieht aus wie ein Schädel. Und ich als legendärer Seebär habe so ein Gefühl, dieser Felsen erstinkt. Hehe, der alte Bart am Stinken. Liegst du da nicht etwas daneben? Was? Was war denn das? Ach, der hat die Furze oder was? Schädelfelsen sind immer verdächtig. Das riecht nach einem Schatz. Das wissen wir auch ohne deine Ausführung, Matrose. Ich wette, hinter diesen Schädelfelsen finden wir einen gesuchten Schatz. Ich selbst bleibe natürlich hier und bewahre das Lager. Also, Mario, ich fürchte, ich muss dich noch einmal bemühen. Einen Moment, Corsario. Du willst den Schatz? Dann komm gefälligst mit. Aber Bartum, ich sagte doch schon, ich muss. Du fauler Hund, jetzt komm mit. Also gut, wir brauchen eine faire Entscheidung. Also Männer, in Ordnung, wenn ich zum Schädelfelsen mitgehe. In Ordnung, bravo, viel Glück. Stimme alle zu. Da steht der Fett, Corsario, bereit? ja. Corsario schließt sich für eine Weile an. Oh, der kann doch nichts, oder? Jetzt muss ich ja wieder zurück. Oh. Kommt der überhaupt hoch? Ja. Ja, kämpfen tut er nicht. Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Bombe. Ich mache erst Mario. Jetzt kann ich Bombe machen. Halte A gedrückt, bis Standchen auflöse, oder? Oh, ein Punkt! Kommt noch ein Gegner? So, machen wir den noch, damit ich das Level up noch kriege.
Warte, ich kann ja eine Sternkraft einsetzen, weil kühle ich den eh wieder. Schade, das kann ich mal probieren. Schade, alle Gegner, die du einkreisen. Zieh mit dem Stern Kreise um deine Gegner. Wie mache ich das? Ach so, geil. Alter, so. Okay, Evelyn, auf wie viel jetzt? So, Level 14. So, jetzt KP. Hab ich gemacht. So. Jetzt aber dahin. Willst du wissen, wie man da reinkommt, Mensch? So. Hey, was soll denn das? Hier geht's nicht weiter. Und das ist der Schädelfelsen, den wir gesucht haben. Tatsächlich, hier wird der Geheimnisse und Abenteuer. Also los, löst das Rätsel. Ich brauch deinen Schädel. Ja, will ich ja. Jetzt sieht mir das Ding ja mal an. Was? Ich habe etwas, das ich hier leihen soll? Aber was sollte ich dir schon leihen? Sag's einfach frei heraus. Schädelwehe. Was? Der Schädelwehe willst du haben? Unbedingt, dieser Stein ist ein Erbstück meiner Familie. Aber gut, ich bin reich und alle wissen, ich bin großzügig. Aber der Stein ist nur geliehen, nicht geschenkt, klar. Den bekomme ich wieder. Ja, ja. Also weiter nicht zerstört wird jetzt. Ja, fällt aber noch ein, oder? Fuck it. Mein das jetzt? Diese Scheißattacke. So. Bam. Ich muss das irgendwie das Rätsel rausgehen. Ich kann den nicht sinnlos schlagen. Das geht doch gar nicht. Warte mal, Boden ausstattet das Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, bom. Rot wie ein Rubin. Bei Rotbord fielen wir dreimal auf den Steiß. Blaubord schlug man viermal. Rotbord fiel man dreimal auf dem, also auf dem Arsch. Blaubart schlug man viermal. Dann ein lauter Knall. Dreimal auf dem, also Stampfert, wo ich Stampfert da gemacht habe, warte mal. Und viermal hauen oder so. Ja! Richtig. Ist hier kaputt, Wolf? Nee. Oh.
So, kommst du mit oder bleibst du hier? Achso, rennt sich bloß gut. Ja, der Singe. Warte mal, ich muss ihn hochschmeißen. So. Oh, an der Eingang zur Höhle! Aber, oh nein, mein Schädeljuwel! Mario, was hast du getan? Man merkt nur das Erbstück. Das ist doch, Mensch, du bleib doch mal ruhig. Wenn jetzt kaputt wird. Jetzt zerbricht's wird. Hurra! Mein Schädeljuwel ist gerettet! Nee, ich dachte, es zerbricht jetzt. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Die Mannschaft im Lager macht sich bestimmt Sorgen, das verstehst du doch, oder? In diesem Sinne, viel Erfolg noch bei der Schatzsuche. Ey, so ein Feigling, ey. Oh. Gut, im nächsten Part erkunden wir also mit Bart Omp unsere neu freigesprengte Höhle hier. Was uns da erwartet, schauen wir mal. Eine Piratenhöhle wahrscheinlich. Da drin wird sich wahrscheinlich das Sternjuwel befinden. Also nehme ich an, höchstens kommt hinter der Höhle noch irgendein Bereich. Ich bin gespannt, wer später unser Gegner sein wird, der Endgegner dieses Kapitels. Heute wird wohl der Piratenkönig sein. König von diesen Flammen, aber schauen wir mal. Lasst gerne ein Like da, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut Mario Party noch zu Ende. Ansonsten schaltet hier bei Paper Mario im nächsten Part wieder ein, würde mich freuen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn das Video schaut. Und tretet Juli out.